Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schlag den John, Spiel Nummer 8. Es steht 17 zu 11. Endlich mal ich, ja, so ein bisschen in Führung. Aber gut, das heißt noch gar nichts. Und die Moderatoren werden uns jetzt mit einem neuen Spielchen quälen. Spiel Nummer 8 wird Raven Knight wieder gegen John antreten. Und das kleine Spielchen heißt PV Ball. Was soll das sein? Also in dem Spiel geht es im Prinzip darum, eine Kugel durch ein Labyrinth zu bringen. Oh, das klingt und schwierig. Diese Kugel muss dann, also am Ende des Labyrinths befindet sich entweder ein Viereck oder ein Kreis und da muss die Kugel drauf. Mhm. Das ganze Spiel wird mit der Maus gesteuert. Und ihr habt ein Zeitlimit von 20 Minuten. Okay. Glückwunsch. Wer am weitesten kommt, wer am meisten Punkte macht, oder wie ist das? Wer am meisten Punkte macht, ja. Die meisten Punkte. Okay. Ja. Zeitlimit von 20 Minuten. Ja, das klingt nach Geschicklichkeit. Ist nicht so meins. Ja, dein Glück. Herzlichen Glückwunsch. Hör doch mal auf, immer gleich so aufzugeben. Positiv denken hier. Stell dir vor, keine Ahnung, wie viele Abonnenten hat da, 2174 Leute stehen hinter dir. Stell dir vor, 2174 Leute stehen hinter dir und drücken dir die Daumen, kleiner Rabe. Du schaffst ich das. Ich bin doch ein Herdentier. Das gehört jetzt irgendwie nicht. Ja, dann bist du halt der Anführer von der Herde von 2164 kleinen Raben, die auf deinen Sieg hoffen, damit dieser etwas ältere Herr dort drüben ein wenig Barbie spielen muss. Also toi toi toi. Denk dir immer, Chaka, du schaffst das. Ja, das ist jetzt genug Motivation für die guten Ravenheit. Du schaffst das nicht, John. Du gehst unter. Punkt. Aber John, denk an, du bist der Älteste, also der Reifeste und damit der Erfahrenste. Danke. Wenigstens einer hier in der Runde. Ja, ich muss ein bisschen noch... Verräter! Verräter! Na, gut. Als Jury muss neutral sein, also bitte sehr. Und ich bin es auch immer noch. Ja, das ist auch gut so. Und eure Neutralität könnt ihr natürlich beweisen, indem ihr absolut fair uns beobachtet bei diesem interessanten Spiel. Wer ist bei wem? Ich bin bei dem Raven Knight und die Shadow ist bei dir, John. Alles klar. Dann bis gleich. Jo, da sind wir nun im nächsten Spiel. PV Ball. Natürlich habt ihr wieder da den Link da in der Beschreibung. Und wir legen auch schon los mit der kleinen Kugel. Ich drücke auf Play Game. Wir haben 20 Minuten Zeit. Ab jetzt. Ja, Start sollte ich vielleicht noch machen und ein Level wählen. Ich nehme einfach mal das erste und das ist es auch schon. Ah ja, ich steuere den Dungeon sozusagen. Oh, die Kugel ist aber fast wie ein Gummiball. Nee, eigentlich nicht. Okay, ich muss es ein bisschen behutsamer machen, aber es geht ja letztendlich um die Punkte, ne? Ja, das Endergebnis zählt. So, okay, das Endergebnis zählt. Wo sehe ich denn meine Punkte? Oder geht's... Die Punkte sind im Prinzip die Zeit, die du brauchst, um durchs Labyrinth zu kommen. Ah, okay. Also an der Seite siehst du ja die Zahl, die da runterläuft. Mhm. Und das sind nachher deine Punkte. Also die werden dann oben angezeigt dann. Also sollte man sich auch keine Zeit lassen, aber man darf auch nicht zu schnell machen, weil ihr seht, die Dots dann auch mal ganz böse nach zurück und so. Das sollte sie nicht... Interessantes Spiel. Ich kenne so ein Spiel, da muss man natürlich die Kugel steuern, aber dass man dieses Labyrinth steuert, ist natürlich auch mal interessant. So, okay. Und weiter geht's. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal ganz durch. Das wäre ja mal der Ober... das sind ja zwei Kugeln. Oh Gott. Davon hat uns keiner was gesagt. Oh Gott, okay. Das wird natürlich jetzt dann deutlich komplexer, weil man kann dadurch die anderen Kugeln auch wieder... Ja... zurückschleudern und so weiter. Wie soll das gehen? Hä? Hä? Der kann da durchfahren? Ah, unsichtbare Dinger da oder so. Okay. Das ist ja interessant. Okay, die eine habe ich schon drin. Jetzt nur noch du. Yay. Jetzt kommt da noch eine weiße Kugel. Was will ich mit der weißen? Ach so, die macht auch mit. Okay, alles klar. Die weiße möchte natürlich ins Weiße. Das ist noch relativ einfach. Muss nur aufpassen, dass die mir da nicht rausdotzt. Ich will nicht wissen, was sonst passiert. Jetzt ist die Weise rausgedotzt. Ist das schlimm? Was passiert jetzt? Macht anscheinend nichts. Okay. Scheint zu reichen, wenn sie einmal kurz diesen Punkt berührt haben. Dann zählt es als Goal oder so. Ja, bei den Punkten gilt es nur, wenn die drüber rollen. Bei den Kästchen müssen die drauf liegen bleiben.
Ach so, okay. Okay, jetzt haben wir die zwei hier. Was ist denn mit der los? Wieso bleibt die da oben in der Ecke? Das entzieht sich jeglicher Schwerkraft, hallo? Du dummes Ding. Was ist mit der Kugel los? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, die verhalten sich immer... ja, ich verstehe, wie die sich verhalten, aber... Moment, dann, das heißt, ich muss das komplett so drehen und... Aha, okay. Also man darf nicht immer der Schwerkraft glauben, die verhalten sich nämlich einfach immer irgendwie so gegensätzlich. Und ich muss gucken, dass, wenn ich die jetzt zusammenführe... Ja, super, wie machen das? Oh, und jetzt irgendwie, ja, das ist doch toll. Cool. Okay, das sieht einfach aus, aber... ich glaube, ich hab sie, oder? Nein, passiert nichts. Doch, ich hab sie, cool. Die Hälfte haben wir schon circa. Ja, okay, verwirrend. Da muss man schon ein bisschen querdenken mit der Zeit. Ach, komm, du gehst jetzt mal da rein. So, brave Kugel. Nein. Nee, du musst da rein. Komm. Okay, da kann man nicht schnell machen, sonst hüpft die einfach drüber. Und jetzt da rein, nein. Oh nein. Ich glaube, das Level wird mein Todesurteil. Komm. Jetzt geh mal. Ist mir jetzt egal, was die andere macht. Wir kümmern uns jetzt nur um die eine. Ey, das Level ist doof. Komm, nein, was macht ihr denn? Kugel. Komm. Ich muss einfach... Und jetzt schnell... Ja, die eine ist drin. Okay. Fehlt nur noch die andere. Ja, wenn ich Pech habe, hüpft die andere mir wieder raus. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. So. Aber die verhält sich jetzt wieder so rum. Ah. Ja, super, und dann kommt die andere wieder. Okay. Vor allem, die muss jetzt da hoch. Ja. Und da rein. Meine Güte, das wird ja anstrengend. Level 11. Bin mal gespannt, ob wir es bis zum Schluss schaffen. Das sieht jetzt wieder einfach aus. Wo sind die anderen jetzt hin? Ich habe eine Kugel verloren. Okay, egal. Ich kümmere mich erstmal um die Sichtbare. Denn die will auch irgendwie nicht. Die ist ganz schön starrig. Aber wie mache ich das jetzt ohne die Kugel? Was ist denn mit der Kugel? Ey, die ist ein bisschen doof, oder? Du musst da rein, genau. Ja, so. Wo ist jetzt meine andere? Tja. Ist das ein Bug? Das ist kein Bug. Okay, das ist kein Bug. Ich mach mal... Nee, die kommt aber nicht mehr, die... Nee, die ist ja auch aus dem Level gehüpft. Ja, und jetzt? Jetzt musst du oft zurückklicken. Okay. Ich habe schon gedacht. Warum ist sie aus dem Level gehüpft? Was fällt der ein? Wie in dem einen Level hattest du doch unsichtbare Wände gehabt. Und das hast du bei manchen Leveln auch so. Wenn du an eine Wand stößt, dann fliegt die dir in das hintere schwarze Hintergrundbild rein. Ja, okay, gut. Aber, boah, das ist aber auch ganz schön störrig hier jetzt. Ich versuche mich wieder nur um eine zu kümmern, aber... Okay, man muss... Ich muss jetzt erstmal finden, wodurch die... Na... Ja. Okay, und jetzt... jetzt in die Richtung wieder, damit sie... Nee, dann geht sie zurück. Ey, du dummes Ding, du... Ey, also was ist das für ein Level? So, jetzt, das sieht doch mal... Das sieht gut aus. Weiter... Aber wehe, da fällt jetzt wieder eine Runde oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, jetzt nur noch ein Stückchen. Komm. Nee, was ist denn jetzt mit der einen los? Warum willen die nicht? Komm. Ey, komm. Tu mir das nicht an. Jetzt will die Kugel nicht. Nee, nicht in die Richtung. Ja. Ey. Also ihr könnt es gerne mal selbst spielen. Ihr denkt euch jetzt, mein Gott, was stellt das sich so an? Aber das ist echt schwierig. Ah, jetzt habe ich es aber. Jetzt kommen sie. Ja. Ja, sehr schön. Level 12. Oh, Querdenken hilft. Ja, absolut. Ja, da ist wieder einer aus dem Ding gefächert. Failed. Okay. Nee, die Kugel. Hui, die kann hüpfen. Ui, nee, so nicht. Scheiße. Ja, nochmal. Nee, ich muss die Kugel... Nein, was macht... Ah, jetzt die auffangen. Aber ich glaube, die muss man echt irgendwie auffangen.
So, wenn man die zum Hüpfen bringt. Oh, nee, so nicht. Scheiße. Okay. Nee. Doch nicht so weit weg. Kugel failed, ja. Oh Mann. Ich glaube, ich schaff's nicht durch. Nein, so auch nicht. Ich muss ja auf jeden Fall gegen den Uhrzeigersinn drehen, dass ich überhaupt eine Chance... Nee. Oh Mann! Diese blöde Kugel, ey. Okay, vielleicht mal... Nein. Nein. Du bist, glaube ich, einfach zu hektisch. Ja. Ja, aber die rollt ja einfach weg. Das liegt bestimmt an meiner Maus. Die ist viel zu sensibel für sowas. Okay, wir machen es jetzt mal ganz langsam. Nein! Naja, es war dem Ziel schon etwas näher. So, ganz locker. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Och komm! Ey! Aber ich bin auf dem richtigen Weg, glaube ich. Nein. Obwohl, wenn ich dann ganz schnell rotiere, vielleicht, ich probiere das mal. Also erst langsam. Und dann... Nee, ist zu weit weg. Aber es könnte trotzdem so gehen. Es muss nur noch langsamer geschehen. Noch langsamer. Nein! Verdammt, ich will das Level schaffen. Der Rave ist bestimmt schon durch, wie ich ihn kenne. Du hast noch 12 Minuten für das Level. Oh, echt noch so lange? Ja. Oh nein! Ach, das war so knapp, das war so knapp. Es muss so gehen, ich bin mir sicher. Es muss nur noch vorsichtiger. Komm. Na! Ja, ja, die kommt noch, oder? Ey, die... Na, Okay. Das war mysteriös. Nein, 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 nein. Komm. Ja, schön, wie wir mit den Kugeln hier tanzen hin und her. Och, Menno! Das ist... Wetten, die Levels danach sind wieder voll einfach, aber das hier ist jetzt voll die... Aber komm, die muss jetzt kommen. Ja! Yes! Mann, oh Mann, hat ja gar nicht lange gedauert. So, was soll das hier? Soll ich hier alle Punkte einfach mal abgrasen oder so? Keine Ahnung, ich probiere es mal. Zack, zack, zack. Ah ja, tatsächlich. Die werden dann so grau. Und jetzt die in der Mitte. Komm. Nee, es wäre jetzt intelligenter, wenn du... Ja, da rein. Nein, nein, was mache ich denn? Nein, Mensch. Ja. Das ging ja nochmal gut. Was? Was ist denn das jetzt? Okay. Machen sie selbstständig. Irgendwie... Ah, ich muss... Nee, komm, das sind noch zwei. Das ist ja süß, das Level. Komm, den einen will ich auch noch. Jawohl. Ich hab's ja gesagt, es wird einfacher, ne? So, was soll ich hier machen? Was sind das jetzt für Bälle? Machen die mir weh? Nein, die wollen mich nur hindern. Ey. Du musst sie auch hervorragend schaffen. Ja, ich fühle mich gedisst hier. Hallo, lasst mich durch. Oh, nee, oder? Also, nee, warte mal, da mache ich Back und versuch's nochmal. Ich glaube, wenn die mich da in die Enge treiben, das ist ganz blöd. So, komm. Jetzt mal ein bisschen rüber. Hopp. Hopp. Zack. Und jetzt da rein. So, das ist ja schon... Ja. Ja, das wird wieder ein böses Level. Ich merke das schon. Lass mich raus. Ich habe überhaupt noch eine Chance. Wenn man was kann. Nee, so geht das nicht. Okay. Ach, da kriegt man voll den Drehwurm mit der Zeit. Nee, da komme ich nicht raus. Oh, ich hasse solche Spiele. Das ist noch schlimmer wie Stacking. Nee. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal retten kann. Ich mach's nochmal mit dem Back, noch einen Versuch. Ich müsste irgendwie die dummen Bälle erstmal weglocken. Genau, die verhalten sich ja genau entgegengesetzt. Das heißt, ich schieb die erstmal weg. So. Gehen. Wenn ich jetzt mit meiner... Nee, das geht ja nicht. Wenn ich jetzt mit meiner Kugel komme, kommen die mir ja wieder entgegen. Deswegen versuche ich die jetzt erstmal... Nein, ihr sollt eigentlich da hinten... Ja, das ist nur ein Teilerfolg. Ich will die jetzt einfach in die hintere Reihe bekommen. Ich glaube, das muss ich so machen. Sonst habe ich keine Chance. Ja. Es werden immer mehr. So, und jetzt schön ab da. Ach, es sind immer noch drei auf meiner Seite. Menno. Komm, geht weg. Verzieht euch. Ich brauch den Platz selbst, Menno. Das gibt's ja wohl nicht. Das sieht sehr faszinierend aus. Ja, das glaube ich auch. Okay, ist egal.
Ich glaube, ich habe jetzt eine Chance. Ja, ist gut. Wir gehen jetzt darüber. Komm, ihr lasst mich jetzt da rein. Ey. Ey, das kann ja wohl nicht angehen, ey. Das war eigentlich nicht... Ja, jetzt ist gut. Nein, Kugel. Schwarze Kugel, du musst jetzt ein bisschen schneller sein wie diese Widersacher. Ja. So, wir haben's. Wir haben's noch nicht ganz, aber... Jetzt. 16, das viertletzte. Okay, da muss ich wieder irgendwie mit Schwung arbeiten oder ganz, ganz langsam. 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Ich glaube, wir könnten das Spiel sogar durchschaffen. So, wenn ich das jetzt ganz bewusst so mache, dann dürften wir das auch relativ schnell schaffen. Ja, das ging doch mal gut. Ja. 17. Das sieht ein bisschen ungemütlich aus, aber wir versuchen unser Bestes. Oh, da kann... Das ist natürlich die Gefahr, dass die Kugel einfach mir abhaut und ich das nochmal machen darf. Das ist ganz gefährlich im Grunde. Da war ich schon. Ja, jetzt bin ich genau da wieder durch, was ich schon hatte. Clever. Komm, geh mal auf die andere Seite. Wir brauchen da noch ein paar mehr. Hopsa. Komm, da rein mal. Ja, und da rein. Na, man sieht es gar nicht so gut, welche man schon hat und welche nicht. So, jetzt habe ich Angst, da rauszufliegen. Deswegen, wir machen lieber so rum. Nein. Okay. Ja, gut. Oh, wir haben es schon. Cool. Oder nee, doch, wir haben es schon. Cool. Okay. Jetzt haben wir viele Kugeln und viele Ziele. Das kann ja auch lustig werden. Mal schauen. Oh man, die schön aufgeteilt zu bekommen, das wird böse. Das wird richtig böse jetzt, glaube ich. Oh je. Okay. Du gehst mal... Ja, das... Sieht toll aus, aber es kann noch lange nichts. Das... Ich muss die Mitte noch leer kriegen. Kommt mal alle hier... Die verhalten sich alle anders da, die... Ah. Ja, super, jetzt seid ihr alle in dem Kasten. Das bringt mir überhaupt nichts. Jetzt kommt ihr mal hier... Oh, nee! Oh, scheiße. Okay. Nee, das liegt mir nicht. Das merke ich schon. Ah, es sind immer noch zwei in dem Kasten, ey. Komm mal raus da. Nein. Ihr müsst... Da, das... Ey, jetzt dreht sich das Ding, ohne dass ich mit der Maus ausmache. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, das dreht sich immer. Ich muss die Maus gedrückt halten. Damit es sich nicht immer dreht. Aber diese Erkenntnis bringt mir jetzt nichts. So, komm. Ihr müsst da raus. So, nein. Das ist richtig schwer, die da rauszubekommen. So, jetzt sind es aber nur noch zwei. Nein, nein. Das war zu wild. Komm. Ja, jetzt ist es nur noch eins. Allerdings... Jetzt kommt die einfach wieder da hinzu. Was soll denn der Mist? Allerdings ist die Aufteilung noch ziemlich kacke. So, okay. Deswegen versuche ich die jetzt nach links zu bekommen. Wenn es denn mal gehen wird. Okay, jetzt habe ich da noch einen. Aber das sieht ganz gut aus. Von der Aufteilung her. Ich muss jetzt den nur noch nach rechts bekommen. Mal schauen. Ganz vorsichtig. Ja, wir haben's. Yay, das zweitletzte Level. Oh Gott. Und noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten. Und schon wieder solche Blocker, die ich überhaupt nicht mag. Oh Mann, okay. Die Blocker in die Mitte bekommen. Was anderes? Okay, wir kümmern uns erstmal wieder um die Blocker. So nicht. Okay, aber ein paar machen ja nichts. Ich muss ja nur ein paar da reinbekommen. Ja, aber ich bekomme gerade keinen einzigen rein und es dreht sich schon wieder von alleine. Die Blocker verhält sich seltsam. Ja, die passen da nicht durch. Ich muss ein bisschen schütteln. So. Ja, okay. Jetzt haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Jetzt versuchen wir die doch mal in die Mitte zu bekommen. Genau. Wobei, ich glaube, ich kann mir den ganzen Murks sparen und gehe jetzt einfach mit der schwarzen da hin. Okay.
Und das letzte Level. Na, hättest gedacht, dass ich bis ins letzte komme? Ja, diese Verschwiegenheit sagt alles. Ich will jetzt nur nichts Falsches sagen. Ja. So, sieht ja... Ich bin nachher noch als Moderator rausgeschmissen oder so. Ach, nee. So, ich kümmere mich erst wieder um eine. Ja, gut, dann kommt die andere halt auch gleich nach, soll mir recht sein. So, jetzt kriege ich die andere darüber. Nein. So, nicht so schnell. Ja, da rein, hallo, Kugel, hey. Okay. Du musst da rüber, Kugel. Geh mal da hin und... Ja, brave Kugel. Hä, wo ist die? Oh, nee, die andere ist wieder rausgefallen, kann das sein? Ja. Och, Mano, warum macht die das? Na gut. Ist halt rausgefallen. Machen wir es nochmal. Aber wichtig ist, bei solchen Levels, da darf man sich echt nur um eins kümmern. Und sich dann bei dem anderen... Gut, ist natürlich blöd, wenn die eine dann rausfällt, aber... Im Normalfall passiert das ja nicht. So, nein, komm. Nein, genau die falsche Richtung. Wobei, die andere ist schon wieder im Ziel. Wie macht die das? Sie ist so viel besser wie die andere. So. Also ich krieg gerade die Meldung, der Gegner ist fertig. Oh, der Gegner ist fertig, okay. Aber unsere Zeit läuft ja noch, oder? Ja, du hast noch 2 Minuten. Okay, denn... Ach nee, die Kugel ist schon wieder rausgefallen. Oh Mann. Ich will das letzte Level jetzt noch schaffen. Menno. Okay, ja, das weiß man jetzt halt natürlich nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn der Gegner schon fertig ist. Wäre natürlich gut, wenn ich mein Level da auch noch schaffen würde. Muss ich eine Minute noch. Ja, aber... ist so... Nein, es sind... Was macht ihr? Ihr könntet so schön da hinten kuscheln und nicht auf der Seite. Komm. Komm, das ist doch die letzte Mücke. Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt, wenigstens du, komm. Wenigstens diese Störrische da. Die andere ist ja nicht so das Problem. Die will nicht. Und wenn ich zu... Ja, jetzt geht halt beide auf die andere Seite. Habt euch lieb. Ist super, Leute. Ganz toll. Komm. Nein, die ist wieder rausgeschleudert worden, dieses Miststück. Okay. Das war's? Jo. Okay, wir haben es nicht ganz geschafft. Haben 655 Punkte. Jo. Ja, mal gucken. Der Gegner ist wahrscheinlich fertig geworden mit seinen 20 Dingern, aber ob er mehr Punkte hat, das werden wir dann gleich wissen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, und wir sind ganz neugierig darauf, wer denn die 8 Pünktchen geholt hat. Fangt erst mit John an. Mit John, okay. Oder mit mir? John. Also, John hat 655 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, habe ich doch gesagt. Ja. Weil Rave hat 513. Oh, okay. Wie weit kamst du, Rave? Level 16. Das ist richtig. 16 noch. Ja, interessiert mich ja nur. Ja, ich, hat aber auch Schwierigkeiten. Der hat voll gelacht. Tut mir leid. Der hat voll geflucht, ey. Echt? Wieder so ein Rage-Video. Na gut, ich bin aber auch des Öfteren. Also Shadow kann es bestätigen. Also diese Kugeln, wie die sich manchmal verhalten haben, das entzieht sich doch jeglicher Logik teilweise. Es wird kein Video davon von mir geben. Oh. Definitiv nicht. Okay. Da sind wir dabei echt deprimiert. Braucht ihr nicht sein. Na gut, aber ist ja nach wie vor nichts verloren, Leute. Ja, wer hätte das gedacht, nach unserer ersten Session, wo es doch so eindeutig noch aussah für die Community. Jetzt wird es langsam für mich ein bisschen angenehmer. 25:11 steht es. Aber ja, die dicken Fische kommen ja erst noch. Wie schon so oft erwähnt, erst wenn man über 60 Punkte hat, hat man diese Staffel gewonnen. Also habe ich nicht mal die Hälfte der benötigten Punkte. Und ja, mal gucken, wie es das nächste Mal bei Spiel Nummer 9 aussieht. Bleibt gespannt. Bis denne.